Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das befürchtete Chaos durch das Einwegpfand ist ausgeblieben. Am ersten Werktag des neuen Jahres herrschte heute zwar bei vielen Kunden noch Verwirrung über die Regelungen, die Geschäfte waren aber offenbar vorbereitet. Die Pfandpflicht gilt für Dosen und Einwegflaschen mit Bier, Limonade und Mineralwasser. Diskutiert wird jetzt bereits, das Pfand entsprechend alten Plänen der rot-grünen Koalition auf alle Einwegverpackungen auszudehnen. Gleich als die Läden geöffnet wurden, kamen die ersten Testkäufer der Umweltverbände. Deutschlandweit 1000 waren unterwegs. Ihr Fazit, der Start ist geglückt. Nahezu alle Lebensmittelhändler haben das Pfand eingeführt, nur die Umsetzung unterscheidet sich. Die Kunden erhalten einen Kassenbon, Pfandchips oder einen Pfandbon, mit denen sie die Dosen oder Flaschen zurückgeben können. Allerdings noch nicht überall. Das ist erst ab Oktober möglich, zum Ärger des Bundesumweltministeriums. Zu Recht wird kritisiert, dass zurzeit Einwegverpackungen nur dort zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden. Die Verantwortung dafür trägt ausschließlich die Einwegwirtschaft, die es in den letzten 9 Monaten versäumt hat, ein bundesweites Rücknahmesystem aufzubauen. Die Händler ihrerseits argumentieren, ein einheitliches Rücknahmesystem bedürfe einer längeren Vorbereitung. Dafür sei die Zeit, seit die Verordnung veröffentlicht wurde, zu kurz gewesen. Für die einzelnen Händler sei der Aufwand sehr groß und es entstünden Zusatzkosten. Lediglich die Entsorgung des Leerguts laufe problemlos. Die meisten Händler haben einen Entsorger beauftragt, der bei ihnen das abholt. Das geht in relativ schnellen Abständen und die Dinge werden dann, so wie es auch in der Verpackungsverordnung steht, der Entwertung zugeführt. Ein erster Trend hin zu Mehrwegverpackungen zeichnet sich bereits ab. Einige Händler verkaufen bald keine Dosen mehr. Nun wird gefordert, das Pfand auf alle Einwegverpackungen zu erheben. Die derzeitige Auswahl sei zu willkürlich. Mit Vorschlägen für Einschnitte im Gesundheitswesen hat ein Mitglied der Rürup-Kommission heftige Diskussionen ausgelöst. Nach Vorstellungen des Sozialexperten Raffel Hüschen sollten sich Patienten unter anderem stärker an Behandlungskosten beteiligen. Der Kommissionsvorsitzende Rürup kritisierte den Alleingang scharf. Auch bei Ärzten und Kassen stießen die Vorschläge auf Ablehnung. Bis zum Herbst soll das Gremium eigene Ideen zur Reform der Sozialsysteme auf den Tisch legen. Professor Bert Rürup war wenig amüsiert über die Schlagzeilen rund um seine Kommission zur Reform der Sozialsysteme. Bis zu 900 Euro Eigenbeteiligung an den Behandlungskosten. Beim Zahnersatz solle ab 2014 der Patient alles selber zahlen. Neu ist das alles nicht, seit 4 Monaten nachzulesen im Internet als sogenannte Freiburger Agenda von Kommissionsmitglied Professor Raffel Hüschen. Also eine privat, keine Kommissionsmeinung. Eigentlich hatten wir verabredet, jedenfalls hatte ich die Kommissionsmitglieder gebeten, solange die Kommission tagt, dass man sich mit eigenen Vorschlägen zurückhalten sollte, weil ich der Ansicht bin, das Forum der Diskussion ist die Kommission, sind die Arbeitsgruppen, ist aber nicht die Öffentlichkeit. Auch Kommissionsmitglied Lauterbach kritisiert, dass mehr über als in der Kommission debattiert werde. Im Gegensatz zu Raffel Hüschen will Lauterbach im System aber nicht am Patienten sparen. Die wichtigsten Eckpunkte für eine Gesundheitsreform, die noch in 2003 verabschiedet werden sollte, sind mehr Wettbewerb, eine deutliche Stärkung des Verbraucherschutzes und eine deutliche Stärkung der Vorbeugemedizin. Und selbst die Krankenkassen halten Einsparungen im Leistungsbereich für falsch. Jetzt zu sagen, wir müssen Leistungen wegnehmen, Zahnersatz oder zahnärztliche Behandlung, das würde nur dazu führen, dass dieses Geld benutzt würde, um andere Löcher damit zu stopfen. Das Sozialministerium will den Streit in der Rürup-Kommission nicht kommentieren. Eine Sprecherin kündigte nur wiederholt an, Ministerin Schmidt werde bald eigene Vorschläge für eine Gesundheitsreform vorlegen. Die Schlichtungsverhandlungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind heute in Bremen in die entscheidende Runde gegangen. Bis zum Abend kam nach Einschätzung aus Arbeitgeberkreisen erste Bewegung in die Beratungen. Zu Beginn der Gespräche hatten beide Seiten noch von großen Unterschieden zwischen den Positionen gesprochen, sich aber kompromissbereit gezeigt. Bis spätestens zum Montag will die Schlichtungskommission unter Vorsitz der früheren Bürgermeister von Bremen und Leipzig, Koschnick und Lehmann-Grube, eine Einigungsempfehlung vorlegen. Hans Koschnick war heute früh einer der Ersten, der eintraf im Bremer Parkhotel zu den Schlichtungsverhandlungen im öffentlichen Dienst. Ein schwerer Job für den Schlichter Koschnick und ein Verhandlungsmarathon.
Gleich kistenweise haben die Beteiligten heute Akten angeschleppt. Da hat der Schlichter auch schon reingesehen. Mit Arbeitgebern und Gewerkschaften hat der in den letzten Tagen bereits Kontakt aufgenommen. Ich kenne also die Schmerzen jetzt der Verhandlungspartner. Aber sie waren alle noch nicht bereit zu sagen, wo sie nachgeben wollen. Und das habe ich auch nicht erwartet. Ich gehe davon aus, dass es sich Gnade geben wird im Laufe der Woche. Noch sind die Positionen der Kontrahenten weit auseinander. Nur 0,9% mehr Lohn und Gehalt haben die Arbeitgeber bislang angeboten und setzen doch auf eine Einigung. Wir wollen keinen Streik. Das ist die wichtigste Botschaft. Doch die Drohung steht. Wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewegt, dann sind die Gewerkschaften streikbereit. Das wäre der erste Arbeitskampf im öffentlichen Dienst seit 10 Jahren. Wenn es jetzt hier nicht gelingt, dann denke ich, sind wir bereit, auch einen großen Konflikt hinzukriegen. Bei diesen schwierigen Verhandlungen wollen sich beide Seiten nicht über die Schultern sehen lassen. Polizisten bewachten die Eingänge, Journalisten mussten draußen bleiben. Nur der Finanzminister Sachsens trat kurz vor die Tür und gab ein erstes Stimmungsbild. Wir nähern uns an. Und das heißt nicht nur, dass die Arbeitgeber sich den Arbeitnehmern annähern, sondern auch die Gewerkschaften akzeptieren gewisse Dinge unsererseits. Mehr Informationen gab es bislang nicht. Die Beteiligten rechnen nicht vor Sonntag mit einer Einigung. Zum aktuellen Stand der Verhandlungen nun live aus Bremen, Andreas Hötzel. Wir sind uns näher gekommen, ist eher zu deuten, so kann man das im Moment sagen, als das Bemühen der Arbeitgeber, öffentlich für gute Stimmung zu sorgen. Hinter vorgehaltener Hand haben beide Seiten heute Nachmittag keinen Hehl daraus gemacht, dass sich wenig bewegt hat. Hans Koschnig hat den Tag vorhin so kommentiert: Wir sind uns menschlich näher gekommen und oft ist das eine wichtige Voraussetzung, um auch ein Ergebnis hinzukriegen. Der Karren ist festgefahren und deshalb haben die beiden Schlichter heute auch gar nichts anderes machen können, als sich die Verhandlungsposition der jeweiligen Seiten im Einzelnen noch einmal anzuhören, um Verhandlungsspielraum auszuloten. Der ist sicherlich bei der Laufzeit des künftigen Tarifvertrages im Spiel. Viel mehr aber ist nicht zu erkennen gewesen. Für heute ist der Vertragsbroker beendet. Morgen geht es zeitig weiter. Getreu der Erfahrung von Hans Koschnig, dass müde Verhandlungsgegner oft die besten Verhandlungspartner sind. Und damit zurück nach Hamburg. Bundeswirtschaftsminister Clement erwartet in diesem Jahr eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt. Er geht nach eigenen Worten davon aus, dass die Erwerbslosenzahl im Schnitt unter 4 Millionen gesenkt werden könne. Zugleich warnte Clement wie DGB-Chef Sommer davor, die Gewerkschaften mittels betrieblicher Bündnisse für Arbeit zurückzudrängen. Sommer sagte der Berliner Zeitung, wenn solche Bündnisse als Ersatz für Tarifverträge gedacht seien, würden damit Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe aufgekündigt. Erstmals seit 1997 ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland wieder gesunken. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 38,7 Millionen Menschen erwerbstätig, knapp 246.000 weniger als im Jahr zuvor. Damit fiel das Beschäftigungsniveau in etwa auf den Stand des Jahres 2000. Betroffen von dem Rückgang waren fast alle Wirtschaftsbereiche, am stärksten das Baugewerbe. Spätaussiedler müssen, um anerkannt zu werden, schon bei der Einreise in die Bundesrepublik ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen. Das hat das baden-württembergische Verwaltungsgericht entschieden. Danach sollte zumindest ein einfaches Gespräch möglich sein, um eine Integration zu gewährleisten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist die Zahl der Spätaussiedler im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. In der bosnischen Stadt Pale haben SFOR-Soldaten einen Radiosender durchsucht. Er wird von Sonja Karadzic, der Tochter des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Radovan Karadzic, geleitet. Rund 30 Soldaten blockierten die Eingänge zu dem Gebäude und durchsuchten das gesamte Gelände. Ein SVOR-Sprecher betonte, die Aktion sei eine Routinekontrolle und habe nichts mit der Suche nach dem untergetauchten Karadzic zu tun. Israelische Soldaten haben 4 Palästinenser erschossen, darunter 3 bewaffnete Jugendliche. Sie waren über einen Sicherheitszaun der Siedlung Elay Sinai im Norden des Gazastreifens geklettert. Nach palästinensischen Angaben hatten die Jugendlichen keine Verbindungen zu militanten Kreisen. Zuvor hatte die israelische Armee mit Panzern und Kampfhubschraubern palästinensische Flüchtlingslager angegriffen. Mindestens 20 Häuser wurden zerstört. China will in der zweiten Hälfte dieses Jahres sein erstes bemanntes Raumschiff ins All schicken. Das Raumfahrtzentrum in Shanghai teilte mit, die Kapsel werde derzeit zusammengebaut. Am Montag startete ein unbemanntes Raumschiff zu dem vermutlich letzten Testflug. Nach Russland und den USA wäre China damit das dritte Land mit einem eigenen Programm für die bemannte Raumfahrt.
Der Billigfluganbieter EasyJet hat dem Flugzeugbauer Airbus einen Großauftrag beschert. Die Fluggesellschaft bestellte bei dem europäischen Unternehmen 120 Maschinen vom Typ A319. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beträgt Expertenschätzungen zufolge rund 4,8 Milliarden Euro. Bisher hatte EasyJet seine Flugzeuge immer bei Boeing gekauft. Relativ glimpflich ist die neue Schiffskollision im Ärmelkanal verlaufen. Der türkische Tanker Vicky hatte gestern Abend das Wrack eines anderen Schiffes gerammt, das vor knapp 3 Wochen verunglückt war. Die Vicky scheint nicht ernsthaft beschädigt zu sein. Es war bereits das 2. Mal, dass ein Schiff mit dem Wrack kollidierte. Fast 70.000 Tonnen Dieselöl hat der türkische Tanker Vicky geladen. Die Kollision mit dem Wrack der Tricolore hätte zu einer Katastrophe werden können. Im Laufe des Tages wurde das Schiff in belgische Gewässer geschleppt und hier von Fachleuten untersucht. Wir wissen al wel, dass das Schiff Backbord onderaan. Das Schiff hat im Bugbereich einige Lecks durch die Wasser eingedrungen ist. Auch der erste und möglicherweise der zweite Tank sind beschädigt worden. Die Behörden schlossen jedoch aus, dass größere Mengen der Ladung ins Meer geflossen sind. Der türkische Tanker hatte das Wrack des norwegischen Autotransporters in der letzten Nacht gerammt. Die Position des gesunkenen Schiffes ist allen Besatzungen auf der Nordsee bekannt. Zudem sicherten 3 Schiffe das Wrack. Mehrmals wurde die herannahende Vicky aufgefordert, den Kurs zu ändern. Warum der Tanker trotzdem mit der Tricolore kollidierte, ist den Behörden ein Rätsel. Schiffe müssen das Wrack auf der Nord- oder der Südroute umfahren. Die Besatzung der Vicky hat internationales Seerecht missachtet. Das Wrack der Tricolore liegt mitten in der am stärksten befahrenen Schifffahrtsroute der Welt. Die Behörden befürchten nun weitere Kollisionen. Wann das Schiff geborgen wird, steht noch nicht fest. Da die Tricolore in internationalen Gewässern liegt, können die Behörden auch keinen Druck auf den Eigner ausüben, das Schiff so schnell wie möglich zu heben. Auch 5 Tage nach dem verheerenden Wirbelsturm im Pazifik ist das Schicksal der Menschen auf den Salomonen weiter ungewiss. Die Inselgruppe, darunter die am stärksten betroffenen Truppeninseln Tikopia und Anuta, sind noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Bundesaußenminister Fischer hat inzwischen deutsche Hilfe angeboten. So wünschen sich Urlauber den ersten Blick auf ihr Ferienparadies. Aber die Besatzung dieses Flugzeuges weiß, dass Tikopia kein Paradies mehr ist. Erste Augenzeugen haben verwüstete Dörfer gesehen. Was den Bewohnern geschehen ist, weiß niemand. Tikopia gehört zu einer weit verstreuten Inselgruppe 2000 Kilometer vor Australien, ein Archipel, der häufig von Wirbelstürmen heimgesucht wird. Flugzeuge können auf der winzigen Insel nicht landen und die Schäden aus der Luft zu beurteilen, ist schwierig. Der Sturm war mit 300 Kilometern pro Stunde über die Insel gerast. Diese Bilder entstanden wenig später am Strand einer anderen Insel. Fotos und Filmaufnahmen werden ausgewertet. Der erste Eindruck, es ist wohl doch nicht so schlimm wie befürchtet. Der Sprecher einer Hilfsorganisation war an Bord des Flugzeuges, das nach Tikopia flog. Wir haben beschädigte Häuser gesehen und verwüstete Gärten und Felder. Aber zumindest aus dem Flugzeug haben wir keine Anzeichen sehen können für Verletzte und Tote. Noch heute soll ein Schiff mit Hilfsgütern auslaufen. Es kann 3 Tage dauern, bis es Tikopia erreicht. Erst dann wird man wissen, wie viele Opfer dort wirklich zu beklagen sind. In Deutschland haben Tauwetter und starke Regenfälle viele Flüsse ansteigen lassen. Die Schifffahrt auf dem Rhein wurde eingeschränkt, auf Saar und Mosel. Mosel wurde sie eingestellt. Bei Trier sind viele Straßen wegen Überflutung gesperrt. Vielerorts mussten vollgelaufene Keller leergepumpt werden. Die Feuerwehr ist seit Stunden im Einsatz und bereitet die Anwohner auf weiter steigende Pegel vor. Im Laufe des Abends soll der Wasserstand der Mosel die 8-Meter-Marke überschreiten. In Sachsen-Anhalt und Nordthüringen sind Saale und Unstrut stark gestiegen. In mehreren Regionen wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Langanhaltende Niederschläge mit bis zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter sollen die Situation weiter verschärfen. Im Südwesten Deutschlands werden heute Nacht schwere Stürme erwartet.